Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Hurra! Und diese Freude wünsche ich jetzt jedem Einzelnen am Bildschirm zu Hause, am Handy, egal wo ihr diesen Gottesdienst, wo Sie diesen Gottesdienst anschauen werden. Ich grüße alle Endinger Kirchenmitglieder und alle Menschen, die vielleicht diesen Gottesdienst in Endingen zum allerersten Mal anschauen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Thema, das wir uns für den heutigen Gottesdienst ausgesucht hatten, heißt Leben mit weitem Horizont. Ja, was bedeutet das? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Und in der letzten Woche kam eines Mittags mein Sohn und sagte, Mama, Papa, eigentlich ist das nicht die Corona-Zeit, das ist die Jesus-Zeit. Und ich habe erst drüber geschmunzelt und habe aber dann gedacht, warum nicht, warum kann das nicht unser Gebet werden, dass diese Zeit jetzt wirklich von Jesus geprägt wird und von dem, was er für jeden Einzelnen von uns bereithält in dieser Zeit. Ich möchte uns einen Vers lesen, der mich die letzten Wochen sehr begleitet hat. Er steht im 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Aber ich persönlich merke, wann immer ich das probiere, ihm zu danken, dass es was mit mir macht. Und das wünsche ich mir heute für diesen Gottesdienst, für jeden Einzelnen zu Hause, dass uns Gott die Augen öffnet für Dinge, für die wir dankbar sein können. Gemeinsam möchte ich jetzt noch beten mit uns. Danke, Herr Jesus, dass du auferstanden bist von den Toten. Danke, dass du der Sieger bist, der wahrhafte Sieger. Danke, dass du thronst, heute noch, du regierst. Und ich danke dir, dass dir nichts unmöglich ist. Und so bete ich, dass du jetzt unsere Herzen bereitest für den Lobpreis, dass du unsere Herzen öffnest
für dein Wort und dass du uns ermutigst. Bitte erneuere du die Auferstehungsfreude in unseren Herzen und begegne jedem Einzelnen jetzt dort, wo er steht. Amen. Dein Licht erfüllt das Universum.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an diesem Ostersonntag. Schön, dass wir Ostern miteinander feiern können. Natürlich werden wir es dieses Jahr ganz anders erleben als Ostern sonst. Ostern einmal anders. Ein Ostern ohne Kontakte. Ein Ostern ohne Sorgen. Mit vielen Sorgen. Ein Ostern im Schrecken der sich ausbreitenden Pandemie. Es ist nicht das unbeschwerte Fest in der Frühlingssonne mit der Suche nach den Osternestern, der Besuch bei den Verwandten, nicht die Ausflüge in die nähere oder weitere Gegend. Fällt Ostern deshalb aus? Oder ist es vielleicht gerade andersherum, dass an Ostern alles auf den Kopf gestellt wird? Dass wir Ostern jetzt vielleicht viel besser verstehen, viel tiefer feiern können. Ist es nicht das Fest der Auferstehung? Das Fest des Sieges über den Tod? Das Fest des Endes der Hoffnungslosigkeit? Ja, schon das erste Osterfest war kein sonniger Osterspaziergang wie in Goethes Faust. Es war ein Ereignis, das zuerst Zittern und Schrecken verbreitet hat. Schon die Vorgeschichte war nichts für zarte Gemüter. Todespläne, Verrat, Gefangennahme im Dunkeln der Nacht, Verhör hinter verschlossenen Türen und dann das Todesurteil. Spott und Hohn, Folter,
schließlich die brutalste Hinrichtung, die es damals gab, der Tod am Kreuz. Eine Schreckensgeschichte, die kein Ende zu nehmen schien. Denn als die Frauen dem toten Jesus die letzte Ehre erweisen wollen, ist er verschwunden. Und sogar als sie hören, er sei von den Toten auferstanden, da bricht kein Osterjubel aus. Vielmehr lesen wir in Markus 16, Vers 8, und sie gingen hinaus und flohen vom Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Zittern, Furcht und Entsetzen, das war Ostern. Zittern, Furcht und Entsetzen, weil hier was völlig Unglaubliches passiert ist. Zittern, Furcht und Entsetzen, weil hier der Horizont unserer Vorstellung gesprengt wird. Zittern, Furcht und Entsetzen, weil Gott einen weiten, einen viel weiteren Horizont eröffnet. Leben mit weitem Horizont. Liebe Freunde, als ich mir dieses Thema im Herbst letzten Jahres überlegt habe, da war von Corona noch nichts zu hören. Da konnte sich noch niemand vorstellen, unter welchen Bedingungen wir Ostern 2020 feiern würden. Ein Leben mit völlig eingeschränktem Horizont. Schließung der Schulen, dem Versammlungsverbot bis hin zur fast völligen Einschränkung der sozialen Kontakte. In dieser Situation feiern wir Ostern 2020 und damit die Erfahrung und Hoffnung auf Gottes weiten Horizont. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Das begreifen? Können wir das hoffen? Erwarten, dass sich unser Horizont wieder weiten wird und wir wieder atmen, uns frei bewegen können, dass es Ostern wird, wirklich bei uns, hier in unserem Ort, in der Stadt, in unserem Land, ja, unserer Welt. Ja, schon am ersten Auferstehungsmorgen, dem ersten Osterfest unserer Geschichte, konnten die Jünger Jesu diesen weiten Horizont der Auferstehung Jesu nicht begreifen. Das war einfach nicht in ihrer Vorstellung drin, obwohl Jesus ja schon davon gesprochen hat. Aber es wirklich zu erleben, es ist etwas anderes. Das war schon für die Menschen damals, zu allen Zeiten eigentlich unbegreiflich. Etwas zu erleben, was wir nicht kennen. Vielleicht ist es mit dem Leben nach dem Tod so wie bei diesen zwei Geschwistern, die sich über ihr Leben nach der Geburt im Bauch ihrer Mutter unterhalten. Da sagt die Schwester zu ihrem Bruder, ich glaube an ein Leben nach der Geburt. Der Bruder erhebt lebhaft Einspruch. Nein, das hier ist alles. Hier ist es schön, dunkel, warm und wir halten uns doch an der Nabelschnur fest. Darüber hinaus brauchen wir nichts, da gibt es nichts. Aber das Mädchen, seine Schwester, mit ihm zusammen im Leib der Mutter, gibt nicht nach. Es muss doch mehr als diesen dunklen Ort geben. Es muss etwas geben, wo Licht ist und wo wir uns frei bewegen können. Aber sie kann ihren Bruder nicht überzeugen. Dann, nach längerem Schweigen, sagt sie zögernd, du, ich glaube noch mehr. Ich glaube, dass wir eine Mutter haben. Jetzt wird der Bruder wütend. Eine Mutter. Eine Mutter, ruft er. Was für dummes Zeug redest du daher? Ich habe noch nie eine Mutter gesehen. Und du auch nicht. Wer hat dir das alles bloß in den Kopf gesetzt? Dieser Ort hier ist alles, was es gibt. Mehr gibt es nicht. Warum willst du immer mehr? Hier ist es doch gar nicht so übel. Genieße die Wärme und Geborgenheit. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Die Schwester ist von der Antwort ihres Bruders ziemlich erschlagen und verstummt. Doch schließlich fängt sie wieder an. Spürst du nicht ab und zu einen gewissen Druck? Das ist manchmal richtig schmerzhaft. Weißt du, ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier, wo es Licht ist und Raum gibt,
wo wir laufen werden und unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden, das wird wunderbar und aufregend sein. Der Bruder gibt keine Antwort mehr. Er hat genug von den dummen Ansichten seiner Schwester. Ob nun dumme Ansicht oder frohe Aussicht. Wir haben gut lachen vielleicht, gut schmunzeln bei diesem Gespräch der Geschwister. Wir wissen ja Bescheid. Wir wissen, dass wir eine Mutter haben. Aber wenn es um den Tod geht und das Leben nach dem Tod, was lässt unser Denkhorizont dazu? Können wir von der Auferstehung Jesu sie begreifen? Diese Auferstehung von den Toten? Das überhaupt für möglich halten, dass sowas passiert? In der christlichen Gemeinde von Korinth waren einige, die dies prinzipiell nicht für möglich hielten. Der Apostel Paulus hat in seinem ersten Brief an die Gemeinde darüber geschrieben und geht darauf ein. Er schreibt dort: Wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es das keine Auferstehung von den Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Ja, Christen mit eingeschränktem Horizont, für die es nichts gibt, was es nicht geben darf oder was nicht in ihre Vorstellungswelt passt. Ja, liebe Freunde, die Botschaft von der Auferstehung Jesu, die war schon vor 2000 Jahren eine Zumutung. Und sie ist es bis heute geblieben für viele Menschen. Viele unserer Zeitgenossen haben nicht mehr die Hoffnung, dass wir nach dem Tod auferstehen werden. So wie Jesus auferstanden ist. Und dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen werden. Es gibt viele andere Vorstellungen über das Leben nach dem Tod. Viele sind davon überzeugt, dass sie nur in der Erinnerung ihrer Nachkommen weiterleben. Viele setzen auf Reinkarnation, eine Art Wiederverkörperung in einem anderen Leben. Und viele meinen schlichtweg, dass mit dem Tod alles aus ist. Was bleibt, ist dann nur noch das Bemühen, sich das Leben so schön wie möglich einzurichten. Und dazu sagt Paulus nur: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Eine Hoffnung, die allein auf das setzt, was sie sieht und was sie kennt, ist keine Hoffnung. Denn zur Hoffnung gehört eben dieser weite Horizont, der weite Horizont der Möglichkeiten Gottes. Deshalb, unsere Hoffnung hat einen weiten Horizont, weil sie über dieses Leben hinausreicht, hinein in Gottes Ewigkeit. Denn, so schreibt es Paulus an die Korinther, Christus ist auferstanden von den Toten und damit der Erste geworden von denen, die gestorben sind. Was heißt das nun konkret für unser Leben? Leben in diesem weiten Horizont Gottes. Ich möchte es an drei Gedanken kurz entfalten. Ein Leben mit weitem Horizont, das weiß um die Liebe Gottes, die den Tod überlebt. Ja, Gott hat seinen Jüngern, den Jüngern Jesu, schon 3 Tage nach seinem Tod gezeigt, dass die Liebe den Tod überlebt. Ein weiter Horizont nach kurzer Zeit. Aber ich denke, den Jüngern sind diese 3 Tage vielleicht wie eine Ewigkeit vorgekommen. Doch sie waren nötig. Der Schreck des Zusammenbruchs am Todestag Jesu, dass alles zu Ende war, das war das eine. Und dann diese Grabesruhe, der Samstag, der Sabbat, der Todesruhe, Zeit zur Besinnung, zum Innehalten. Eine halbe Ewigkeit muss ihnen dieser Samstag vorgekommen sein, dieser Sabbat zwischen dem Karfreitag und dem Ostermorgen. Aber da mussten sie hindurch, um die Liebe Gottes neu zu entdecken, die den Tod überlebt. Auch wir müssen zurzeit durch so eine Erfahrung hindurch. Die Erfahrung der Stunde Null. Das Innehalten am Sabbat der Welt, wenn die Welt stille steht und gezwungen wird, sich um das Wichtigste zu kümmern, um das Leben der Menschen. Aber dann heißt es, und damit reißt auch
Gott diesen weiten Horizont auf. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht. An der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt, ich bin da, drum fürchte dich nicht. So hat es Andreas Malessa in einem Lied geschrieben nach dem Tod seiner Schwiegermutter. Ich lese uns das Lied vor. Und wenn du dann morgen wieder alleine bist, in einem Alltag voll Ratlosigkeit, wenn das Singen und Lachen verstummt ist, überlagert von Ärger und Streit, in die lähmende Angst vor der Zukunft, in das Erschrecken vor Krankheit und Leid, klingt seit Ostern das Lied des Siegers. Keine Angst, ich bin da, jederzeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht. An der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt, ich bin da, darum fürchte dich nicht. Und wenn du morgen wieder zweifelst, ob es wahr ist, dass Jesus Christus hier unter uns lebt, gibt es Menschen, durch die er dir nah ist, alle Lieblosigkeiten vergibt. Durch einen Türspalt dringt Licht aus dem Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit. Und bevor sich dies Tor für dich öffnet, klingt von drüben ein Lied in die Zeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht. An der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt, ich bin da, darum fürchte dich nicht. Ein zweiter Gedanke, Leben mit weitem Horizont, das gibt Abstand von der Welt und zugleich schenkt es die Nähe Gottes. Ja, wenn ich hier oben mal am Alp drauf stehe oder auf einem Berg mit weitem Horizont, den ich vor Augen habe, dann bekomme ich Abstand. Abstand von der Welt, Abstand von den bedrängenden Fragen, Abstand von dem, was mich heute gefangen nimmt, Abstand von diesem Kleinkram meines Lebens. Das tut einmal gut. Der weite Horizont, der gibt mir Abstand. Ich bekomme einen klaren Kopf, den Überblick. Inzwischen können wir das ja schon ganz gut, Abstand halten. Kommt jemand auf uns zu und hebt die Hand, dann sagen wir, holla, Vorsicht, Abstand halten. Ja, im Blick auf die Auswirkung und Ausbreitung des Virus war das mit Abstand die beste Idee. Also, Abstand ist etwas Gutes. Abstand hilft, äußerlich und innerlich. Aber natürlich nicht für immer, sondern nur für einen Augenblick, um innezuhalten. Wie gut, dass Gott nicht Abstand gehalten hat, sondern dass er uns nahe gekommen ist. Diese Gewissheit hat Dietrich Bonhoeffer durch die letzten Monate seines Lebens getragen. Er wurde am 9. April 1945, also vor genau 75 Jahren, im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet. Und wir denken in diesen Tagen auch an ihn. Und er schreibt zu seiner Gewissheit: Gewiss ist, dass wir immer in der Nähe und unter der Gegenwart Gottes leben dürfen. Und dass dieses Leben für uns ein ganz neues Leben ist. Dass es für uns nichts Unmögliches mehr gibt, weil es für Gott nichts Unmögliches gibt. Damit komme ich zu meinem letzten Gedanken. Ein Leben mit weitem Horizont hat die Perspektive in die Ewigkeit. Gottes weiter Horizont lässt uns das Leben unter der Perspektive der Ewigkeit sehen. Vielleicht haben wir diese Perspektive in den letzten Jahren aus den Augen verloren. Wir haben so viel geschafft. Uns ist so viel gelungen. Es geht uns so gut. Und wir suchen jetzt einfach nur noch nach dem Schönen, nach dem Spannenden, nach dem Coolen. Und plötzlich fahren wir gegen die Wand. Der Virus bremst unsere Lebensgeschwindigkeit ab auf Null. Und wir kommen hoffentlich zur Besinnung.
Plötzlich spüren wir, wie verletzlich unser Leben ist, dass wir eben nicht alles in der Hand haben. Und der Tod kommt uns plötzlich so nahe. Plötzlich erleben wir, dass alles Suchen und Wünschen, alles Fragen nach den Dingen dieser Welt, nach Vermögen, nach Unterhaltung, nach Freizeit, nach Spaß, keine echte Perspektive sein kann. Hoffen wir allein in diesem Leben, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen, so schreibt es Paulus an die Gemeinde dort. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ja, unsere Hoffnung reicht weiter. Sie hat den weiten Horizont der Ewigkeit. Dabei kann man zwei Fehler machen. Den einen haben wir schon besprochen. Wir schauen nur noch nach dem Leben hier und jetzt und blenden das einfach aus, dass unser Leben die Ewigkeit vor Augen hat, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, so wie es die Bibel sagt. Und damit schränken wir unseren Horizont ein, leben mit eingeschränktem Horizont und werden doch nicht glücklich dabei. Eine Werbung unserer Tage, die ich an der B27 gesehen habe, verspricht mit Worten des römischen Philosophen Senecas Folgendes: Wahres Glück genießt im Hier und Jetzt. Es geht um die Werbung für einen Sprudel dabei. Der Römer Seneca wirbt für Aqua Römer. Ist ja klar, natürlich, was denn sonst? Der Römer ist für den Römer. Doch irgendwie macht man dabei das Glück zur Ware. Und das Ganze lässt den Menschen doch sehr erschöpft und unbefriedigt zurück. Denn das Hier und Jetzt ist schnell vorbei und die neue Kraft bleibt aus. Aber auch der andere Fehler bringt uns auf die falsche Spur. Wenn wir uns nämlich nur noch mit der Ewigkeit beschäftigen, dann verlieren wir den Kontakt zum Leben in dieser Welt, in die Gott uns hineingesetzt hat und in der er uns als Schöpfer auch Verantwortung und eine Aufgabe gegeben hat. Deshalb braucht es beides. Wir brauchen den weiten Horizont in Gottes Ewigkeit, um die Kraft zu bekommen, auch für die alltäglichen Sorgen und Nöten. Doch wenn wir den Blick nur in die Weite richten, dann verlieren wir das Leben, die Menschen, die konkreten Erfahrungen aus den Augen. Ostern 2020 wird ein anderes Ostern. Vielleicht erschrecken wir darüber, wie die ersten Auferstehungszeugen. Oder wir lassen uns davon in die Weite führen, in ein Leben mit weitem Horizont. In ein Leben, das von der Auferstehung Jesu her das Leben lebt. In ein Leben, das uns zeigt, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen. So hat es Birgit Dörnen in einem Gedicht geschrieben, mit dem ich gern schließen möchte. Es heißt: Mit weitem Horizont. Mit weitem Horizont, großer Gott und Vater, lehre mich doch mit deinen Augen zu sehen. Lass mich niemals hinter meinen engen Grenzen stehen. Deine Größe, deine Weite spüren, da wo deine Liebe wohnt. Lass mich leben, lass mich sein mit weitem Horizont. Dass deine Liebe hier mein Handeln prägt, deine Größe meinen Mund bewegt, deine Allmacht meine Grenzen sprengt, und mein Glaube weiterdenkt. Dass deine Freude mehr zum Klingen bringt, meine Hoffnung über Mauern springt, mein Vertrauen deine Treue schätzt und mein Beten einen Berg versetzt. Mach mein Herz für andere Menschen weit, lass mich leben für die Ewigkeit, lass mich leben, wo die Liebe wohnt und mit weitem Horizont.
Lasst uns miteinander beten und auch an die Menschen denken, die jetzt in dieser Zeit ganz besonders die Kraft des Auferstandenen brauchen. Wir beten. Und Herr Jesus Christus, du siehst, dass es jetzt ein ganz anderes Ostern gibt in diesem Jahr, dass vieles uns so fehlt, was wir uns freuen auf das Miteinander, die Feiern, das Zusammensein. Herr, hab Dank, dass du aber trotzdem da bist, dass Ostern nicht ausfällt, dass du an unserer Seite bist, dass du als der Herr, der den Tod besiegt hat, bei uns ist, dass du uns einen weiten Horizont schenkst. Hab Dank, dass wir in deinem weiten Horizont leben dürfen und dass du immer wieder unseren Blick auf dich lenkst. Ja, dass du auch die Fragen kennst, die uns bewegen. Dass du unsere Sorgen in den weiten Horizont deiner Gegenwart führst. Ja, dass du unsere Angst an dein Herz nimmst und dass du uns begegnest. Dass du auch da, wo das Miteinander schwierig ist, uns hineinführst ins Leben miteinander, in Offenheit, in Ehrlichkeit, in Vertrauen. Herr, du bist da und schenkst unserem Leben eine Perspektive in die Ewigkeit. Dafür danken wir dir, dass du da bist, dass du uns Leben schenkst, das weit reicht, weit bis hinein in die Welt, in der du lebst, in der du da bist, dass wir dich einmal sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht, Herr. Schenk, dass diese Hoffnung immer wieder Kraft gewinnt in uns und dass wir lernen, die Welt mit deinen Augen zu sehen, mit den Augen auch der Ewigkeit. Vater, und wir danken dir von Herzen für alle im Gesundheitswesen, die sich einsetzen, dass denen geholfen werden kann, die jetzt in Not sind. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der sich in den Einzelhandel aufmacht am Morgen, um uns zu dienen. Und wir danken dir für die Politiker, die alles tun, was in ihrer Macht steht, um gute Wege für unser Land gehen zu können. Und wir bitten dich jetzt für deine Weisheit für all diese Menschen, für deine Weisheit, für deinen Schutz und für deinen Frieden in ihrem Herzen, dass besonders sie erleben dürfen, dass du da bist, dass du nah bist. Wir beten für jeden, der einsam ist, dass du ihnen begegnest. Und wir bitten dich, Herr, da wo Angst regieren möchte, dass deine Freude größer und stärker in den Menschenherzen aufblühen darf. Wir bitten dich, Herr, dass dein Wort wieder in uns allen lebendig wird. Und Herr, da wo wir gegangen sind, ohne deine Wege zu befolgen, da bitten wir dich jetzt um Vergebung. Hebe du unseren Blick auf dich, Jesus. Und gemeinsam möchten wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen und nun bei den Ansagen. Einen herzlichen Dank an unser Musikteam Jutta Brucke, Ilona Peludat, Martin Mielke. Ebenso an die Technik. Vielen Dank, dass ihr so zuverlässig und immer mit neuen Ideen zur Optimierung der Aufnahmen dabei seid. Zum Schluss noch eine Bitte. Wir können zurzeit in der Kirche keine Kollekte einsammeln. Doch die Menschen in den notleidenden Ländern brauchen gerade in dieser Zeit dringend unsere Unterstützung. Deshalb wollen wir euch das für den Karfreitag vorgesehene Opfer Hoffnung für Osteuropa ans Herz legen. Dadurch werden unter anderem Projekte in Rumänien, Georgien und Russland unterstützt. Opfer können an die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Steinach-Schlichimtal überwiesen werden. Die Bankverbindungen finden sich in den Gemeindebriefen. Bitte immer mit Herkunftsort und dem Spendenzweck, also zum Beispiel Endingen, Opfer Osteuropa, ausfüllen. Spenden können auch im Umschlag bei den Pfarrämtern eingeworfen werden. Bitte Name und Adresse nicht vergessen. Nun danken wir allen, die den Gottesdienst mit uns gefeiert haben. Wir freuen uns, wenn ihr morgen am Ostermontag wieder einschaltet. Dann den Gottesdienst von heute aus Erzingen-Schömberg. Also eine Art digitaler Kanzeltausch. Nun bitten wir um den Segen. Und nun seid gesegnet an diesem Osterfest und geht als die Gesegneten in die neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Wir wünschen allen ein gesegnetes Osterfest. Bleibt behütet und dann vielleicht bis morgen.